Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruse mit mir. Ich bin Matt Chris und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zurückgefunden habt hier auf meinem Kanal. Ich sage auch immer irgendwie das Gleiche. Ich muss das mal so ein bisschen individualisieren. Ja, heute der Bonus von The 3X. Es geht um Aliens. Auch mal wieder schön, ne? Aliens finden wir auch gut. Genau wie den Bigfoot und so weiter. Hier ist The 3X. Viel Spaß. So, The 3X. 10 echte Aliens, 10 echte Aliens, Außerirdische, auf Kamera aufgenommen. Oder auf Tape, auf Kamera, was auch immer. Hier ist The 3X. Ah, Spoiler-Alarm! Nein, hier wird nicht gespoilert. Ah. Reines Vergnügen. Nummer 10. This video comes from the Starman Chronicles channel and was released on September 16, 2014. We can see a strange little humanoid creature on it. No se puede. Hahaha, geil. What the? F.U. What do you think? Pay attention to the shadow and the figure itself. There is a very well done CGI. Ja. It's a real alien. Also ich glaube auch, dass das CGI ist. Hat er gut gemacht. Capture on the camera. Hat ja noch niemals einen Schatten. The next recording comes from France and was made 12 years ago. Okay. Unfortunately, I don't know what the people is in the film are talking about. But you can assume they are afraid of something hidden behind the tree. Putain! Von der Polizei? Il est mignon, le chat. Hey, il est un peu gros, le chat. J'aime pas ça. Je vais me barrer. Oh, non! Bah, il y a un... Bon, c'est de fils de gueule. Mais pourquoi t'as laissé tomber la torche? Pour éclairer, putain! Oh, hallo! Wen haben wir denn da? Mr. Grey! Oh... Na. Süß. Given the age of the recording and the appearance of this creature and the way it moves and looks, it's hard to tell about someone in the costume. But it's up to you to decide if that recording is real or... Da ja in den letzten Monaten und in den letzten ein, zwei Jahren vermehrt Aufnahmen von UFOs oder auch Aliens, vermeintlichen Aliens auftauchen, also auch Begegnungen der dritten Art, persönlich, mit den Aliens. Ja, wieso nicht, ne? Ich meine, wenn die schon da rumfliegen, warum sollten die uns auch nicht hier auf dem Boden besuchen? Fake. Tja, Nummer 8. YouTube-Channel Hugo HWH Filio released this video on June 29th, 2010. We can see an alien. Auch 2010. On it. Alles schon so etwas älter, ne? Wo ist sie weg? Hallo! Reif! Ich hab doch. Oh, er hat ja erschrocken. Oh! Something looking like a gray. Aber das sieht ja auch fast so aus wie das gerade, das Alien, ne? Also die haben immer so. Das sind halt so diese Standard, ne? Also große Augen und dann so ein Kopf irgendwie und legen alle auch nicht so viel Wert auf Kleidung. The alien leans out and quickly hides behind the tree. Ja, irgendwie weiß ich. It can very easily be a hoax, ja. A joke. Das kann natürlich alles immer gefälscht sein und alles gestellt und so weiter. Da müssten wir uns das ja auch gar nicht angucken. Aber ich glaube halt, dass ein Bruchteil von diesen Clips auch tatsächlich echt sind. Ne? Ja, möglich. But what if it's not?
Richtig. Was wenn's Another nicht ist? Video was posted by YouTuber 13 Dimension Enterprise on his channel on October 7th. 13. Dimension Enterprise. Okay. 2017. Probably the video is very old and comes from Mexico. Mm-hmm. We see a little creature on it. Oh, hallo. Haha. Another CGI effect and a fake? The recording is at least 15 years old. Would it be possible to use CGI then? Write in the comments. Ja, natürlich kann das CGI sein. Das kann auch, also das Video muss nicht so alt sein. Und es kann auch CGI sein, ja. Muss aber nicht. What do you think about it? Sieht schon creepy aus. The footage from the Humanoid Opera channel shows an alien in the ruins of the city. Ah ja, ja komm, das ist aber... Also ich glaube, das ist fake. It looks like someone in the mask, yeah. But what if it's not a mask? You decide. Ja, das ist halt das Doofe, ne? Für die Leute, die wirklich mal ein Alien filmen oder gefilmt haben, und wir sehen uns jetzt diese Clips an, und auch alle anderen sehen sich diese Clips an, für die kann das natürlich alles eine Maske sein und für uns. Das können alles Leute in Verkleidung sein oder CGI sein, und für die Leute, die das dann in echt sehen und aufnehmen und glauben, die haben eine riesen Sensation gefilmt, ist es natürlich dann sehr enttäuscht, ja. Und ich glaube, dann fühlt man sich auch nicht so gut, wenn alle sagen, das ist nur gefaked. Deswegen, also immer ein bisschen, bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Gut, bin ich nicht immer, aber jetzt in solchen Fällen schon. Auch wenn das jetzt wirklich schon, es ist sehr stark nach einer Maske aus, ne. Ganz stark. Nummer 5. This video shows a strange creature that is clearly hiding from someone. Mhm. Hallo? Wer guckt denn da aus dem Rohr? Hä? Das sieht aber auch komisch aus. The authenticity of this recording. You need to remember that originally was a part of an interview on TV. Okay, es war Teil eines Interviews, was geführt wurde im Fernsehen. Only later viewers noticed this alien. What do you think? Ah, das war durch Zufall im Hintergrund, alles klar. Fake or legit video? Also wenn das im Fernsehen gelaufen ist und es war eigentlich gar nicht Teil davon, also es wurde ein Interview geführt und das ist jetzt zufällig im Hintergrund, macht es das Ganze natürlich authentisch, ne? Aber was ist das? Ist die Frage. Man erkennt eigentlich auch viel, viel zu wenig. Ne? Also jetzt mit viel Fantasie und ein bisschen Paradolie kann man da auch zwei Augen sehen und einen langen Kopf, aber im Endeffekt so richtig ist schwierig. Vielleicht auch der Rake. This video is from someone's house security camera. Mhm. The owner of this house complained that his motion sensor lights went out all night and he couldn't find anything that caused it. Okay, also eine Überwachungskamera in einem Haus. After reviewing the footage from the one night, he found this. Oh, hallo. Was bist du denn? Da erkennt man ja auch ein Gesicht, ne? Hallo? Irgendwie ist es ein bisschen Gänsehaut jetzt hier. Who or what it was? It could have been someone in the... Also, Entschuldigung. Also, da erkennt man ja wohl, dass es ein Alien ist. Ja.
nicht schön. Ich hätte ja jetzt gesagt, so auf, könnte ja auch sein, dass es vielleicht nur ein streunender Hund ist oder was auch immer, aber hier ein bisschen aufgehellt erkennt man ja wirklich schon, dass es ein, also so ein klassisches Alien halt, ne? Mask making jokes or something from another world. Let me know in the comments. Ja. Entweder glaubt man dran oder nicht. Ich zweifle, aber ich sage auch nicht, dass es gefaked ist. Nummer 3. This video shows supposedly alien in someone's home. Ach ja, das will, ach, sowas. Es ist so wie das erste, ne? Nur ein bisschen größer. Und andere Form, aber sonst fast gleich. Och Gottchen. Mit Schatten aber diesmal. Ja, und jetzt stellen wir vor, stellen wir uns einfach mal vor, ich sitze jetzt hier und lache darüber und finde das eigentlich eher amüsant und auch, wenn es CGI ist, gut gemacht. Und jetzt laufen wirklich solche kleinen Aliens hier rum, irgendwo. Wir sehen sie halt nur nicht. Ja, das ist schon ein bisschen spooky. Ein bisschen. I don't know what it is, but it looks fake to me. Ja. But who knows, it might be legit. Wir wissen es halt nicht zu 100%, ne? Ob es echt ist oder nicht. Macht ja auch so ein bisschen die Spannung aus. In this recording, we can be witnesses of a rather strange situation at a certain ceremony. Suddenly, a UFO passes through the sky. Oh. But our attention should be drawn to someone who is watching people from a distance. Wow. Ui. Wie groß das sein muss. Das ist auf alle Fälle schon ein bisschen länger her, weil ich sehe da nur eine einzige Person, die noch irgendwas hochhält zum Filmen. Ich glaube, er hier, weil heutzutage würden ja alle ihre Smartphones hochhalten und filmen, ne? Ah, oh, nee. Komm. Nee. Oh, nee. Oh, das sieht aber sehr fake aus. Der hat keinen Hals. Aber mal Klamotten an, ne? Mal kein FKK-Alien. Ah, das ist, glaube ich, fake. Also das ist ein bisschen too much, finde ich. Ja, weiß ich nicht. Also bei aller Liebe, ne, das ist mir too much. No. Whether it's first encounter with aliens or just a good CGI, I will let you be the judges. Ja, glaube ich schon, dass es CGI ist. Ja. Das ist, glaube ich, irgendein Kurzfilm oder sowas. Nummer uno. The recording is quite mysterious. Nothing okay. Is known about it. Unknown location, unknown date. We can see a meeting of a man with an alien face. Das kann natürlich auch CGI sein. Überhaupt kein Ding. So, jetzt ist aber natürlich in den letzten Jahren sehr viel passiert. Auch gerüchtetechnisch. Ja? Also es ist ja auch wohl ein UFO in Italien abgestürzt, 1933. Und ab da soll man schon Kontakt gehabt haben mit Außerirdischen. Und auch regelmäßig, bis heute.
Natürlich, dieser Absturz an sich ist gut aufgezeichnet, genau wie der von Roswell und so weiter. Also da gibt es sehr viel zu. Und umso weiter man dann voranschreitet, wird es natürlich immer verschwörungstheorienmäßiger. Und ja, also falls wir uns immer noch mit Aliens treffen zwischendurch oder wir Kontakt haben, ist das vielleicht sogar ein Clip von so einem Treffen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, es ist CGI, wie ich gerade schon gesagt habe. Face-to-face. Also ganz ehrlich, ne? Wenn jetzt heute in den Nachrichten kommen würde, wir haben Kontakt, wir haben schon seit 80 Jahren Kontakt oder 90 Jahre Kontakt zu Außerirdischen, es wird sich regelmäßig getroffen, es gibt Aliens, die sind hier auf der Erde. Wisst ihr was? Das würde mich gar nicht so schocken. Also ich wäre überhaupt nicht geschockt, ich hätte auch keine Angst, großartig. Warum auch? Weil irgendwie unterbewusst geht man ja sowieso schon davon aus, dass es sowas gibt und dass vielleicht sogar schon Kontakt gibt. Die Befürchtung, die man da mal hatte oder hat, dass ganze Weltreligionen zusammenbrechen würden oder ganze Gesellschaften zusammenbrechen, wenn bekannt werden würde, dass es Außerirdische gibt, die auch mit uns schon in Kontakt sind und so weiter. Ich glaube, das ist vorbei. Ja, ich glaube, diese Angst ist unberechtigt, weil ein Großteil der Gesellschaft, gerade der westlichen Welt, glaubt an Aliens, also zumindest daran, dass es irgendwo im Weltall noch außerirdisches Leben gibt. Und dann gibt es auch noch einen großen Teil, die tatsächlich an UFOs glauben, also an extraterrestrische UFOs. Man muss ja nicht an UFOs glauben, weil es gibt genug Beweise für UFOs. Die Frage ist halt nur, wo kommen die her? Ja, ist das jetzt was Außerirdisches oder nicht? Das ist halt noch eine ganz andere Frage. So, und es gibt halt genug Menschen, die das glauben, dass wir auch von Außerirdischen besucht werden. Jetzt natürlich Begegnung der dritten Art, so wie in diesem Fall, ist natürlich noch was ganz anderes. Aber warum nicht? Vielleicht hat das irgendwo jemand rausgeschmuggelt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum existiert dieser Clip überhaupt? Warum wird er nicht gelöscht von den Institutionen, die das halt überwachen und so weiter? Vielleicht wird es auch mit Absicht nicht gemacht. Vielleicht wird es mit Absicht nicht gemacht. So hat man natürlich weniger Aufmerksamkeit. So wandert der Clip durchs Netz. Menschen wie ich sagen, es ist CGI, das ist nicht echt. Und ja, man gibt eigentlich so einen Clip dann nicht, es ist jetzt ein bisschen überzogen, man gibt so einen Clip natürlich dann ein bisschen der Lächerlichkeit preis. Und somit macht man es dann schon wieder, ja, ich will es mal so sagen, unglaubwürdig. Ein bisschen. Deswegen haben sich ja auch Jahrzehnte die staatlichen Institutionen, Geheimdienste und so weiter und das Militär nicht zu UFO-Sichtungen geäußert. Ja, also Roswell war das letzte Mal, wo richtig groß dementiert wurde und so weiter. Und wir haben ja gesehen, was daraus kam. Ein Alien- und UFO-Hype, der dann Anfang der 50er gestartet worden ist und bis heute zu Spekulationen führt und wilden Verschwörungstheorien mit Area 51 und so weiter. Und daraus haben die einfach gelernt und haben halt für sich die Agenda entwickelt. Wir sagen dazu gar nichts. So, und dann kann man damit machen, was man will. So, das war ja jetzt auch die Taktik bei der Anhörung vor dem Kongress. Ja, als es da um Aliens und UFOs ging. Keines der Geheimdienste, auch nicht die NASA oder wer auch immer, niemand hat sich dazu geäußert. Es gibt dazu weder ein Dementi, noch gibt es dazu eine Bestätigung. So als wenn die sich das aufbewahren, ja, als wenn die darauf warten, dass derjenige oder diejenigen, die da angehört werden vor dem Kongress und ja erzählen, dass sie wissen, dass die USA Kontakt mit Außerirdischen hat schon seit Jahrzehnten, als wenn die nur darauf warten, dass da irgendein Beweis kommt, der so unwiderlegbar ist, dass die Geheimdienste sagen müssen, ja, stimmt, haben wir. Aber wir haben es ja auch nie dementiert. Und so kann man den natürlich nicht an den Karren pissen, ne? Ist halt so. Ja, sehr interessant. Und eigentlich auch ein sehr tiefgründiges Thema, wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt. The most pressing question is whether this video is real. The alien doesn't look like he's made by CGI.
also doesn't look like someone in the costume either. So, what is this? Thanks for watching. Ja, wir haben zu danken. Ja, fand ich sehr interessant. Gerade das Thema Aliens und Begegnungen der dritten Art und UFO-Sichtung und so weiter birgt ja immer sehr viel Platz zum Spekulieren. Ja, mir hat Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, unten in der Beschreibung findet ihr wie immer den Link zu dem Video von The3X und zum Kanal. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen bei der regulären Folge wieder. Und würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Also, bis dann. Haltet die Ohren steif. Adios.